Das Jahr neigt sich dem Ende und wenn du ein Firmenfahrzeug hast oder wenn du ein privates Kfz hast, was du auch für deine Selbstständigkeit nutzt, dann würde ich dir dringend empfehlen, dass du dir noch vor Silvester einmal 5 bis 10 Minuten Zeit nimmst, um über dein Auto nachzudenken. Denn du kannst da wirklich bares Geld sparen. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich euch den Sponsor dieses Videos vorstellen, und zwar Wimka. Wimka hat ein elektronisches Fahrtenbuch entwickelt. Das funktioniert mit so einem kleinen Stecker. Den steckst du bei dir ins Auto rein und dann führt sich dein Fahrtenbuch wie von Zauberhand. Im Durchschnitt ist ein Fahrtenbuch tatsächlich 2.758 Euro günstiger als die 1% Methode. Das heißt, du kannst mit Wimka nicht nur bares Geld sparen im Vergleich zur 1% Methode, sondern du verzichtest auch auf dieses ätzende, labbrige Papierfahrtenbuch, was du wie so ein Tagebuch oder Vokabelheft führen musst. Und das Ganze bekommst du schon ab 21,90 Euro pro Monat und mit dem Code steuerfit2024 sparst du noch einmal 12%. Alle Informationen dazu findest du im ersten Link unter diesem Video. Und so ein kleiner Hinweis: Der 1. Januar ist immer der hervorragende Zeitpunkt, tatsächlich die Besteuerungsmethode zu wechseln oder von einem Papierfahrtenbuch auf ein elektronisches Fahrtenbuch zu wechseln. Und damit kommen wir zum ersten Punkt, den du jetzt am Jahresende unbedingt einmal überprüfen solltest. Und zwar geht es um das ganze Thema außerplanmäßige Abschreibungen. Was sind außerplanmäßige Abschreibungen? Du kennst mit Sicherheit so die normale Abschreibung. Also wenn du ein Auto kaufst, beispielsweise 60.000 Euro, dann musst du dieses Auto abschreiben. Das heißt, du darfst die 60.000 Euro nicht in einem Jahr in deiner Buchhaltung als Betriebsausgabe erfassen, sondern du musst diese 60.000 Euro halt auf 6 Jahre verteilen, kannst unterm Strich dann 10.000 Euro pro Jahr absetzen. Und diese Abschreibungen sollen so den Wertverlust des Autos nachsimulieren. Was ja aber immer mal sein kann, ist, dass dein Auto auch außerplanmäßig an Wert verliert. Ganz häufig einfach durch einen Unfall. Und dieser Unfall kann natürlich größer oder kleiner sein. Also alles zwischen Totalschaden und vielleicht nur eine kleine Beule. Jetzt ist es aber halt ein Unfallwagen. Das alles führt dazu, dass dein Auto jetzt außerplanmäßig weniger wert ist. Und tatsächlich kannst du diese außerplanmäßige Wertminderung in der Buchhaltung berücksichtigen. Und zwar als außerplanmäßige Abschreibung. Gehen wir mal beispielsweise davon aus, dass du in diesem Jahr einen Unfall hattest. Der Unfall war nicht besonders doll, aber dein Auto ist jetzt halt ein Unfallwagen und dadurch weniger wert. Und dieser Wertverlust beträgt 5.000 Euro. Dann kannst du diese 5.000 Euro tatsächlich in diesem Jahr noch als außerplanmäßige Abschreibung erfassen. Das heißt, du setzt den Buchwert deines Autos einmalig um 5.000 Euro runter und musst diese 5.000 Euro dann entsprechend halt auch nicht mehr versteuern. Und natürlich solltest du das Ganze jetzt noch in diesem Jahr überprüfen, weil im Januar ist das neue Jahr und dann kannst du halt die Steuern in diesem Jahr nicht mehr sparen. Den zweiten Punkt, den du jetzt am Jahresende zumindest einmal überprüfen solltest, ist die Umweltprämie für Elektroautos. Also wenn du planst, ein Elektroauto anzuschaffen, solltest du dir vielleicht überlegen, ob du diese Anschaffung noch in diesem Jahr tätigst. Und zwar wegen der Umweltprämie. Der Staat und auch die Hersteller fördern die Anschaffung von Elektroautos. Und diese Förderung reduziert sich ganz erheblich zum Ende dieses Jahres. Also im Jahr 2024 bekommst du eine deutlich geringere Förderung. Ich blende hier dir mal eine große Übersicht ein. Zusammengefasst kann man sagen, aktuell bekommst du eine Prämie, also einen Preisnachlass in Höhe von 6.750 Euro für Elektroautos bis 40.000 Euro Netto-Listenpreis. Der teilt sich so auf in staatliche Förderungen, Herstelleranteil und so weiter. Schau es dir einfach an. Du findest übrigens alle Daten auch noch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ab dem 1. Januar 2024 wird das Ganze ganz erheblich reduziert. Da gibt es nur noch eine Förderung in Höhe von 3.000 Euro und auch nur noch für Autos bis zu einem Listenpreis von 45.000 Euro. Das heißt, wenn du dir Gedanken machst, ob du dir einen Elektrowagen anschaffst, dann solltest du dir schnell Gedanken machen, denn bis zum 31.12. kannst du noch mehr Förderung bekommen und ab 2024 unter Umständen vielleicht sogar gar keine mehr. Der dritte Punkt, den du standardmäßig am Ende eines jeden Jahres überprüfen solltest, ist die Versteuerungsmethodik deines Firmenwagens. Da gibt es ja im Wesentlichen zwei Arten. Entweder die 1% Methode, das heißt, du versteuerst jeden Monat 1% des Bruttolistenpreises für die private Nutzung. Das heißt, alle Kosten laufen in die Buchhaltung und 1% des Bruttolistenpreises versteuerst du pauschal für die privaten Fahrten deines betrieblichen Kfz. Das ist relativ einfach. Das ist aber in der Regel auch relativ
teuer. Wie ich schon eingangs gesagt habe, im Durchschnitt ist das Fahrtenbuch 2.758 Euro pro Jahr günstiger. Allerdings ist dieses Fahrtenbuch halt echt mit Arbeit verbunden. Das heißt, dann musst du wirklich jede Fahrt aufschreiben. Und zwar nicht nur jede berufliche, betriebliche Fahrt, sondern auch alle Privatfahrten. Und das ist natürlich Arbeit. Und da sollte man sich natürlich Gedanken machen, ob das Ganze Sinn ergibt. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dass du, wenn du dich fürs Fahrtenbuch entscheidest, ein elektronisches Fahrtenbuch nimmst, weil das Ganze protokolliert so deine ganzen Fahrten einfach im Hintergrund, ohne dass du aktiv etwas tun musst. Hier an dieser Stelle vielleicht noch mal ein paar Indikatoren, die dazu führen können, dass der steuerliche Vorteil eines Fahrtenbuchs groß ist. Das ist zum Beispiel, wenn der Listenpreis deines Firmen-Kfz besonders hoch ist, weil dann ist dieser 1% halt besonders hoch. Und wenn die laufenden Kosten deines Kfz niedrig sind, dann lohnt sich auch eher das Fahrtenbuch. Oder aber auch, wenn dein Fahrzeug komplett abgeschrieben ist. Das heißt, wenn du dein Firmenfahrzeug einfach schon länger als 6 Jahre lang besitzt, dann ist das halt vollständig abgeschrieben und das führt eher dazu, dass das Fahrtenbuch günstiger ist. Das gleiche gilt auch, wenn du das Auto halt günstig gekauft hast. Also wenn du gebraucht Wagen als Firmenfahrzeug hast, dann führt das in der Regel auch dazu, dass der steuerliche Vorteil eines Fahrtenbuchs eher ein wenig höher ist. Und auch wenn du dein Firmen-Kfz nur sehr wenig privat benutzt, führt das in der Regel dazu, dass ein Fahrtenbuch für dich günstiger ist. Weil die 1%-Methodik ist ja eine Pauschalierung, die so ungefähr passt. Wenn du jetzt allerdings weniger als diese Pauschalierung privat fährst, führt es dazu, dass du ja mit der Fahrtenbuchmethode tatsächlich unterm Strich weniger Steuern zahlst. Und natürlich kann man all die Punkte auch einmal andersrum formulieren. Das heißt, wenn dein Auto ja einen niedrigen Bruttolistenpreis hat, dann könnte die 1%-Methode günstiger sein. Wenn du viele private Fahrten hast, dann könnte auch die 1%-Methode günstiger als die Fahrtenbuchmethode sein. Wenn die Betriebskosten deines Autos, also Tanken, Reparaturen, Versicherung, Steuern und so weiter, wenn die besonders hoch sind, dann könnte das auch dazu führen, dass die 1%-Methode günstiger ist. Du findest unten in der Videobeschreibung mal so ein Excel-File, da kannst du einfach mal alle deine Daten eingeben und dann sagt dieses Tool dir, wie viel Steuern du zahlen müsstest mit der Fahrtenbuchmethode und wie viel Steuern du zahlen müsstest mit der 1%-Methode. Und diese Kalkulation solltest du ehrlicherweise am Ende eines jeden Jahres machen, weil der Wechsel zwischen den Besteuerungsmethoden ist nur einmal im Jahr möglich, also immer nur zum 1. Januar eines Jahres. Und unterjährig ist das nur möglich, wenn du dir ein neues Auto anschaffen solltest. Dann kannst du das alte Auto beispielsweise mit der 1%-Methode führen und das neue dann mit der Fahrtenbuchmethode. Ansonsten ist der Wechsel wirklich immer nur zum 1. Januar eines Jahres möglich und deswegen solltest du das heute einmal durchrechnen. Und wenn du zum Schluss kommst, dass die Fahrtenbuchmethode für dich günstiger ist, schau dir unbedingt das Angebot von Wimka an. Du findest alle Informationen dazu im ersten Link unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust jetzt erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es viele spannende Videos zu entdecken, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.